Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Luigi Land. Wir machen jetzt anscheinend weiter mit den Walnussruinen. Im Moment. Nee, da waren wir gerade, genau. Ja, wir müssen hier hin zu den Walnutwurz 7. Gibt eine Menge Abzweigungen, aber ich würde mal sagen, wir gehen erstmal den Weg hier ab. Nein, aus! Halt, stopp! Kopperspastis, halt, stopp, nein, das Video wurde nicht auf kinderfreundlich markiert, nein, verpisst euch, ihr Wichsgeburten, dankeschön. Ja, also ich will sie jetzt nicht immer unnötig beleidigen, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich was gegen sie habe, also doch schon, klar, offensichtlich, viele Sachen sogar, manche Sachen sind davon spitz, manche laufen über Batterie, an manchen muss ich ein bisschen Kraft anlegen, manche muss ich auch einfach nur abdrücken, ne? Aber so, im Grunde beleidige ich sie ja nur am Anfang, damit sie Bescheid wissen. So, hey, jo, okay, ja, nee, ich verstehe schon, nichts für Kinder. Wobei es, wie gesagt, so heuchlerisch ist. Wir haben damals mit 5, 6 Jahren auch schon sowas gesagt wie Arschloch und oh nein! Jetzt habe ich meine eigene Sprungschanze penetriert. Gott, Alter, fucking Spinnen. Die sind übrigens auch aus Mario Land 2, ne? Sehr, sehr schön. Sieht man alles nicht so oft? Oh, Moment, was? Okay. Das war schon das ganze Level. Huch. Eines der kürzesten, würde ich sagen. Oder ich hab die Länge jetzt einfach nur nicht gerafft, weil ich so lang geredet habe. Ja, immer schön die Feder. Immer die Feder. Oh. Okay. Ja, es funktioniert immer wieder. Ich denke mir jedes Mal so, nee, doch. Die Feder ist mir heut. Also ich vertraue meinen Augen nicht. Ja, aber nein, meine Augen sind gut. Okay. So. Das ist doch auch mal was. Hier ein schöner Farbwechsel. Nicht mehr so dieses viele Grüne. Okay, da war gerade einfach mal pink, der Block. Gift, pink, lila Wasser, lila Kiste. Das war's mit der Feder. Die gute Feder. Leider. Ah, schade. Schade. Jetzt bin ich wieder klein. Na egal, werde ich wieder groß. Wenn man klein ist und groß werden will, einfach groß werden. Ne? Dann klatscht man irgendwie so die. Ja, was klatscht man zusammen? Die Schenkel oder so. Und sagt dann so, yay! Und dann kommt die Fee so und sagt so, yay! Und dann sind wir alle froh, schätzungsweise. Ich meine, es ist ja nicht verkehrt, klein zu sein. Ja. Also ich bin mit meiner Größe zufrieden. Ich bin so 1,74 circa plus minus. Und das passt ja auch, weil ich sowieso jung aussehe. Also ich könnte auch problemlos irgendwie auf einem Schulgelände rumlaufen. Man würde denken, ich wäre 14 oder so. Ich bin nicht zu groß. Zu groß ist vielleicht auch nicht so geil. Es gibt ja wirklich so mega große Menschen, die brauchen dann irgendwie eigene Türen oder so. Die dann irgendwie so 1,90 groß sind, Stelzen, Leute. Vor allem, muss man ja auch immer noch drauf achten, wie dick man ist. Und ich bin ja auch leicht untergewichtig, von daher. Also ich meine, wenn ich jetzt noch größer wäre, wäre das ja noch ekelhafter, ne? Wäre sogar gut, wenn ich dann quasi noch kleiner wäre. Ja, also ich würde sagen, so 1, für mich zumindest so 1. Oh, fuck, das hat sogar funktioniert. 1,71 bis 75, so, das ist so meins, tatsächlich. Und, ja, ne? Aber so, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt noch kleiner bist, naja. Zu große Scheiße, zu klein, ja, also bei Mädchen, da ist es vielleicht noch angenehmer irgendwie. Also wenn du jetzt so eine Freundin, so ein Mädchen hast, was irgendwie größer ist als du, naja. Oh, das ist schön. Cola Cavern. Keine Ahnung, wie du bei dem Scheiß jetzt auf Cola kommst, aber okay. I got the Coca-Cola bottle. Shake, shake, shake. But how much cola can your body take, take, take? Like, oh, you know you want it. Ah, andale. Oh, you know we got it. Ah. Die gute Ina. Wo war ich jetzt? Ja, also bei Mädchen finde ich es auch süß, wenn die klein sind. Also habe ich nichts dagegen. Aber wenn die jetzt auch so groß sind wie ich oder minimal kleiner so. Hab nichts gegen lange Beine. Oh Mist, jetzt habe ich nicht auf die Stacheln geachtet. Aber so, ich denke,
gesellschaftstechnisch würde man kleine Mädchen. Ja, ich denke, es ist genau andersrum, ne? So Mädchen, die dann irgendwie 1,90 sind oder so, da denkt man sich dann auch so, das sieht dann irgendwie komisch aus. Also so schätze ich jetzt die Allgemeinheit ein und ja, ich finde es auch ehrlich gesagt so ein bisschen, tatsächlich. Und bei Jungs, das ist genau andersrum. So, wenn die irgendwie, keine Ahnung, 1,90 oder 2 Meter groß sind, denkt man sich auch so, ja, das ist doch egal. Aber so, wenn du dann irgendwie so nur 1,60 bist oder so. Ich meine, mir ist sowas jetzt noch nicht untergekommen. Also, ich meine, klar, in der Grundschule hatten wir ein paar, aber da waren wir ja selber klein. Gut, wenn da jetzt jemand noch irgendwie 1-2 Zentimeter kleiner ist, dann fällt es jetzt auch nicht so auf. Guck mal, Igelini. Aber so grundsätzlich, ja, das wäre so mein Statement. So würde ich die Gesellschaft einschätzen. Kleine Mädchen, ja, kleine Jungs, nein. Und halt andersrum, große Jungs, ja, große Mädchen, nein. Ferner von denen? Ich habe bis jetzt noch keine Cola gesehen. Hallo, was ist das? Was ist das? Beschiss. Aber gut, ich meine, ich habe im Rosinenwald doch keine Rosinen gesehen. Autsch. Waren das Rosinen? Nee, Walnüsse, ne? Ich glaube, das ist... Ach nee, kann sich ja groß machen. Das ist ja mal ein Unterschied, ne? Rosinen, Walnüsse. Bin ja nicht so der Nuss-Fan. Sowas esse ich nicht. Sowas mag ich nicht. Schmeckt irgendwie... Solche Sachen schmecken irgendwie entweder nach gar nichts oder irgendwie scheiße halt. Ja. Schmecken nach Scheiße. So buchstäblich so. Okay. Da muss ich mir keine Nüsse verkaufen. Da kann ich auch einfach mal AA machen. Ja, AA habe ich jetzt gesagt wegen Copper. Nein, Spaß. Copper, bitte schaltet endlich ab. Was wollt ihr von mir? Verpisst euch. Sucht euch andere Leute, denen ihr, die ihr auf 42.000 Euro verklagen könnt. Ja. So. Ferner von dem. Wo scheitert sie jetzt eigentlich gerade? Ich achte, passt schon wieder so kaum auf. Ja, hier, die fucking Igel, weil sie sich groß machen können. Ich dachte, das wäre der fucking Cola, die Cola-Höhlen und nicht die Igel-Höhlen. Fucking Sonic, sucht doch nach Coca-Cola. Scheiß Wandsprung, Alter. Ah, natürlich immer kurz vor dem Mittelpunkt verreckt. Ist ja ganz klar. Kennt man doch. Wow! Ja. Und dann war es die obere. Das obere Rohr. Oh, fuck. Zweite Hälfte, let's go. Danke, Leck. Bloppy, bloppy, blob. Kann ich euch penetrieren? Nein, tatsächlich nicht. Das geht nicht. Ihn kann ich aber penetrieren. Was ist das für ein Gegner, Alter? Fucking. Was? Jetzt ging's spontan doch. Die haben da gerade so diesen Verdauungssound gemacht. Den Yoshi immer macht, wenn er was auf isst. Nicht unbedingt verdaut. Es sei denn, er verdaut sie sofort, wenn er sie gegessen hat. Was ziemlich krass wäre. Aber ich meine, er ist halt ein Vielfraß, ne? Da geht das schnell. Gibt ja auch so das ein oder andere Tier, was das, glaube ich, macht. Was so blitzschnell Sachen verdaut. Fällt mir aber spontan gerade nicht ein, welche das waren. Aber gibt's bestimmt. Immer diese vielen Rohre. Man denkt dann immer so, yo, da vielleicht und da und da und nee. Ah. So, hier waren wir noch. Ah, shit, da habe ich jetzt nicht auf ihn geachtet. Ja, ich finde tatsächlich, dass. Oder kommt es nur mir so vor? Dass das Level irgendwie ein bisschen überfüllt wirkt. Durch die. Ja, ne? Durch die Wasserfälle im Hintergrund. Also, es ist nicht schlecht, nur hast du dann halt noch diese Laternen. Und dann diese Blobs, die sich nicht so wirklich kontrastmäßig so abheben, so grün und so mit dem Blau. Es war tatsächlich schwer. Oh, das ist aber schön hier. Da sind wir jetzt vielleicht jetzt erst in den Cola-Höhlen. Auf jeden Fall war da ein A, das habe ich gesehen. Und das ist... Oh mein Gott, Leute, erzähl mir doch nichts. Ich hab's nicht gespielt, ne, aber... Oh, mein Rollenspielherz. Da krieg ich doch grad Gänsehaut. Also ich meine, man hört's auch raus, ne? Man muss sowas nicht unbedingt gespielt haben. Man hört's einfach raus. Das ist ein... Was ist das? Secret of Mana oder Wild Arms? Irgendwie sowas, ne? Beides nicht gespielt. Nur minimal mal gesehen. Wunderschön, ey. Und es passt, weil du
weil es sich wirklich so anhört, als würden die Kristalle quasi direkt zu dir sprechen. Und dann leuchten die auch noch so schön in verschiedenen Farben. Das ist super geil gerade. Ja. 20 von 10 Punkten, Leute. Ne, 50 sogar. Das ist wunderschön. Wunderschön. Der ist nicht so geil. Verpiss dich mal, dankeschön. Ruiniere nicht die Atmo. Nein. Nein. Jetzt bin ich reingesprungen. Egal. Kann ich das Level noch länger genießen? Ich würde am liebsten gar nicht jetzt in dieses Level mehr reinreden, weil das so schön ist. Ach ja, jetzt muss ich die... Fuck off! Jetzt muss ich die Dinger hier wieder einsammeln. Fucking Münze. War aber so, ey, so ein Kreisverkehr hier, ne? Ja, genau. So eine. Dann müssen wir das Level ja... dementsprechend nochmal spielen. Ja, immer dran denken, die werfen hoch. Die werfen hoch. Nicht reinspringen. Einfach ignorieren. Immer schön auf die Musik konzentrieren. Dann kann ich sie penetrieren und auf ihnen onanieren. Dann werden sie vielleicht bei dem Wetter, bei den Temperaturen sogar gefrieren. Und ein kleiner erstielter Blick auf meine Leben signalisiert mir, dass es bald geben wird, ein großes Beben. Denn Obacht, der Game-Over-Bildschirm, er lauert vor der nächsten Eck. Und dementsprechend habe ich bald vielleicht auch ein Gesicht wie Schreck. Dann kommt doch die Online-Community und sagt, keck, keck, keck. Wie erwartet, Alter, du kleiner... Und dann rennt der auch noch weiter. Du kleiner Bastard. Da habe ich bis jetzt gar nicht so drauf geachtet, dass die mir dann anscheinend auch hinterherrennen. Ja, nee, ganz ehrlich, bring mich um. Bring mich um. Ehe ich dann hier einen Mittelpunkt finde und so weiter. Und dann quasi nach dem Mittelpunkt verkacke, machen wir das lieber so. Denn es gibt ja eine Autospeicherfunktion. So schön. Und unterschwellig spiele ich doch absichtlich scheiße, damit ich das Level länger genießen kann, ne? Nee, glaub mir. Das muss ich nicht tun. Kann auch einfach ein fucking Safe State machen und dann immer wieder hier zu diesem Level zurückgehen. Wenn ich denn mag. Fuck off! Da unten war ja nichts, ne? Nicht, dass ich jetzt wirklich noch was vergesse. Nee. Das war einfach nur ein anderer Weg. Und, der Fisch hier, Alter, ne? Der Fisch. So, ja, das ist ja nichts Neues. Kennen wir ja. Alles nicht neu! Und hier ignoriere ich dich dann... Naja, ich kann ihn nicht wirklich ignorieren. Ich sollte sie schon penetrieren, damit sie mir nicht auf den Sack gehen. Fällst du darunter? Nee, okay. Er wechselt dann auch nicht die Richtung. Ja, er hat mich offensichtlich verloren. Ich glaube, jetzt sind wir weiter, ne? Ja, Mittelpunkt. Erstmal gönnen und dann schauen, ist hier oben was? Nee. Okay, jetzt kann ich die wenigstens abballern? Ja. Ich hab die ernsthaft die ganze Zeit nicht getroffen, wow. Da? Nee. Ich hab zwei. Wie viel brauche ich? Vier oder fünf? Okay, ich glaube vier waren's, ne? Okay, Bildabschnitt wieder wechseln. Autsch, unnötig. Bitte nicht Ende. Nein, es geht noch weiter. Ja, ich denke, wir haben bis jetzt alles. Mach nicht alles kaputt! Mach die schönen Coca-Cola-Höhlen kaputt, auch wenn ich noch keine gesehen habe. Ich muss auch zugeben, ich habe eine ganze Weile
Ich mach das schon mal auf, nicht, dass sich da die letzte Münze hinter verbirgt. Eine ganze Weile American Taste Cola getrunken, aber mittlerweile kann ich die einfach, ich krieg die nicht mehr runter und ich bin jetzt auf Coca-Cola umgestiegen. Auch wenn das, wenn ich das jetzt nicht unbedingt fördern möchte, nicht unbedingt Werbung, das war nicht das letzte. Habe ich tatsächlich eine übersehen, ja? Ich meine, ich komme doch da jetzt nicht mehr zurück, wenn ich durch das Rohr gehe, oder? Naja, wir müssen es ja so oder so zweimal spielen. Habe ich es gerade gesagt? Ja, also schmeckt mir besser und so weiter. Würde ich aber jetzt nicht unbedingt Werbung für machen wollen. Denn Coca-Cola hat ja wohl nicht so den besten Ruf. Soll wohl dafür bekannt sein, ja, unter anderem Robbenbabys zu jagen, zu foltern und so weiter. Und ich glaube, das ist auch so ein Deep State-Ding. Also hier Ben & Jerry's Ice, Coca-Cola, Amazon und so weiter. Die sind ja so Konzerne, Leute, die die Sachen verkaufen, die ja mit dem tiefen Staat zusammenarbeiten. Von daher, ja, also, es hat halt gar keinen Punkt, ne? Ich versuch's mal nochmal. Also ist jetzt in Anführungsstrichen schon, gebe ich, nee, okay, da ist die Folge vorbei. Gebe ich ja quasi zu, dass das jetzt ein bisschen geheuchelt ist, wenn ich sage, dass ich es trinke, aber keine Werbung für mache. Ja, das Ding mit Produkten und mit allen anderen Sachen ist ja immer, dass es im Kollektiv funktioniert. Also, wenn ich jetzt irgendwie die Macht hätte oder wenn jemand anderes die Macht hätte und wir irgendwie dafür sorgen können, dass die ganze Welt diesen Konzernen nicht mehr hilft, kein Coca-Cola mehr trinkt oder so, Dann würden wir ja wirklich was bewirken. Dann würden wir ja wirklich dafür sorgen, dass Coca-Cola in dem Fall halt pleite geht. Dann würde ich sagen, okay, yo, ne? Aber ich weiß ja, wie die Welt funktioniert. Von daher, ob ich jetzt auf meine Coca-Cola verzichte oder nicht, auf die 2 Flaschen, die ich im Monat trinke oder so. Ich trinke ja nicht so oft Cola. Generell nicht. Nee, das macht ja keinen Unterschied, von daher fuck you, Leute. Ich sag immer, ich meine, ich mache ja auch diese ganzen Videos und rede ja immer drüber. Ich bin bereit, ja, wenn die Revolution vor der Tür steht, wenn wir alle endlich mal zusammenarbeiten und uns nicht ständig gegenseitig auf der Welt im Internet fertig machen, wenn wir diesen Punkt überschritten haben, wenn ihr dazu bereit seid, wieder Menschen zu sein, wieder Intelligenz und Tiefgründigkeit auf unserer Welt zu fördern, dann sage ich, yo, ich schmeiß meine Cola-Flaschen weg, beziehungsweise gut, wenn ich sie gekauft habe, kann ich sie auch trinken, wenn ich sie jetzt wegschmeißen würde, wäre das ein bisschen verschwenderisch, keine Frage, wobei die mega Gutmenschen würden jetzt sagen, naja, du kannst sie ja noch an Kinder nach Afrika schicken, die Cola, aber nee, ich würde dann einfach keine mehr kaufen, dann, Leute, wenn ihr bereit seid, bin ich jetzt auch, es ist nicht so, dass ihr mich überreden müsst, sondern ich muss euch ja Ich versuche euch ja immer konstant zu überreden. Ja, nur mal so, ne? Also, ich wollte es nur mal so sagen. Schmeckt mir momentan besser, die Coca-Cola, als American Taste. Ich weiß jetzt nicht, was mit American Taste ist, ob die irgendwelche schlimmen Sachen gemacht haben. Aber das habe ich halt eine Weile getrunken. Und jetzt halt nicht mehr. Und ich würde aber nicht Werbung für machen wollen. Ja. Unterstützt nicht unbedingt diese Konzerne, aber naja, mal so eine Cola gönnen, kann man ja auch mal machen, ne? Kann man mal machen, schätzungsweise. Ja. In der nächsten Folge schauen wir dann, ob wir das Secret finden hier. Ich habe anscheinend irgendwo eine fucking Münze übersehen. Leider. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.